Hey Leute und guten Morgen wünsche ich euch. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe schon einiges gemacht, ich war schon produktiv, ich habe den Vlog von gestern geschnitten, werde jetzt gleich noch ein Gaming-Video aufnehmen und war bei der Bank wegen ein paar Sachen, habe mir was wegen der Reise, die jetzt dann nächste Woche ansteht, geklärt. Also ich war jetzt schon mega produktiv und ich will mir jetzt was zu essen machen, denn wir haben schon Mittag und ich bin schon seit 4 Stunden da, ohne was zu essen. Und ich will euch mal zeigen, was ich mir so kochen werde, weil das ist so ein Gericht, was ich auch in der neuen Wohnung immer machen werde, denke ich. Okay, was ich für das Gericht, was ich kochen möchte, brauche, ist eigentlich total simpel. Irgendwelche Spaghetti. Tomatensauce, Gewürze, um die Tomatensauce zu einem Sugo zu machen. Und Mozzarella. Das war's schon. So, und das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Und dabei schaue ich schöne Videos. Ben Brown ist gerade in Wien. Und ich würde ihn sehr gern treffen, aber ich kann ihn nicht treffen, weil ich keine Ahnung habe, wo er ist. Ich habe es nur auf Twitter oder Snapchat gesehen. Falls ihr Ben Brown nicht kennt, das ist ein Vlogger, der in Afrika, in Südafrika und in London wohnt und viel um die Welt reist. Und ist eine große Inspiration für die Vlogs und generell für vieles mittlerweile geworden bei mir. Und ja, ich würde ihn sehr gerne treffen. Aber, ja. So Leute, ich bin gerade vom Stream gekommen. Wir hatten gerade ein bisschen nämlich noch gestreamt nach dem Essen, weil ich mir so dachte, ja, jetzt ist die Zeit, die du nutzen kannst. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Wien hinein, denn ich bin bei einem Event dabei. Das Problem dabei ist, dieses Event startet mit einer Pressekonferenz. Die ist jetzt nicht so verbindlich, ja. Aber die startet um 16.15 Uhr. Es ist 16.23 Uhr und ich fahre jetzt los. So, da bin ich jetzt, mein Museumsquartier. Jetzt muss ich nur noch finden, wo genau dieses Event ist. Aber es ist sicher irgendwo drinnen. Okay, das hat jetzt echt lange gedauert, aber ich glaube, ich habe es gefunden. Da ist nämlich so ein Schild. Xperia Pop-Up. Schauen wir mal. Ja. Hallo. Ich bin ein bisschen spät, aber geht ihr noch, oder? Ja, ja, sicher. Von wem bist du da? So, das Event ist jetzt zu Ende. Also für mich, ich gehe heim, jetzt ist nur noch die Aftershow-Party. Wenn ihr das ganze Event sehen wollt, dann müsst ihr aber auf meinen Snapchat schauen, weil dort gibt es das alles. Noch circa 4 Stunden, glaube ich, wenn das Video hier online ist. Also könnt ihr da vorbeischauen. Und ja, ich habe ein neues Handy bekommen. Und dazu werde ich, denke ich, mal auch noch ein Video machen in den kommenden Tagen. Schauen wir mal. Jetzt geht's für mich, ich fahre mal in die Wohnung, weil mein Papa heute Morgen, weil der um 6 Uhr aufsteht und in die Wohnung fährt, keine Ahnung wieso, dort die Lampen befestigt hat. Also die, die wir schon haben, ein paar von denen, und die schaue ich mir jetzt noch an.
So. Da ist eine Lampe. Und die Menge haben wir doch fast da oben. Aha, die funktioniert nicht. Passt. Noch einmal. Und da ist die eckige. Okay. Nice. Also ein paar Lampen sind halt schon einbaut jetzt, das hat mein Papa heute in der Früh gemacht. Wir haben auch schon welche gekauft für den Gang unten, also wo die von der Decke hängen, die kennt ihr sich aus dem ersten Video. Allerdings meint er, dass die vielleicht zu hell sind. Ich weiß nicht, die im Klo war schon ziemlich hell und das ist halt auch so ähnlicher. Naja, mal sehen. Und hitzetechnisch geht's eigentlich voll. Ich habe mir erwartet, dass die Dachgeschosswohnung echt heiß wird. Und das habe ich auch auf Twitter schon befürchtet, also habe ich auch schon gepostet und sowas. Und das ist ja das Schlafzimmer und ich habe das absichtlich oben gemacht, weil ich mir denke, dass es nachts halt abkühlt und die anderen Zimmer sollten eher kühler sein. Und es geht auf, also es ist hier echt nicht so heiß und das, obwohl alles zu ist. Also die Wohnung war den ganzen Tag zu bei 30 Grad. Der neue Vlog von Casey ist echt nice. Ist ein guter Weg, um den Tag ausklingen zu lassen. Beziehungsweise, ob man das Tag nennen mag. Wir haben 1.10 Uhr und ich habe gerade ein Gaming-Video aufgenommen. Und jetzt schneide ich noch diesen Vlog hier. Und der hat noch kein Ende, glaube ich. Caseys Vlog ist der Ende von meinem Vlog. Schaut da weiter.